dürfen bei Musikwettbewerben mitgemacht, bin auch da schon ein paar Mal Dritter geworden mit Bungalow in Santa Nirgendwo mit Du kannst nicht immer 17 sein. Dein Lebensweg hat dich ja schon fast überall hingeführt. Noch ein weiteres Ziel? Schön wäre es auch einmal bei einem Musikantenstadl neben dem Andi Borg auf der Bühne zu stehen, von dem ich sehr viel halte und ein großer Fan bin. Okay, aber jetzt mal unter uns, Dad. Schlummert wirklich das nötige Potenzial in dir? Ohne jetzt voreingenommen und überheblich zu sein, ich glaube, es ist ein gewisses Potenzial vorhanden. Zu sein, ist es auch für mich eine neue, eine wiederholte Herausforderung. Und eins kann ich auch sagen, nervös bin ich, wie wenn ich bei einer Maturaprüfung wäre. Ich habe mich auf euch gefreut. Heute ist es jetzt soweit. Jetzt bin ich da und sag Hallo. Servus Österreich, guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo. Grüß Hallo. Mein Freund, du bist wer? Ich bin der Ted Schmoll, ich bin in Neustadt, wohne in Graz. Was machst du jetzt hier heute? Naja, ich möchte ein bisschen moderieren und ich habe da ein paar Gehilfen mitgebracht. Ich habe nämlich von einem guten Freund und ich habe nicht einen Schutzengel mit, ich habe nämlich drei. Die brauche ich natürlich da dabei heute. Damit meine Damen und Herren, oder findet ihr nicht? Aus. Das aber erst später. Ist das ein Schneidstuch, oder? Bitte? Ist das ein Schneidstuch? Nein. Ich sag mal ein Geschirrtuch dazu. Aber das soll heute, wenn Das habe ich ihm gesagt. Er soll sich das Geschirrtuch am Kopf setzen. Und da habe ich auch einen Titel mitgebracht, habe ich mir ausgesucht. Und ich sage aber so: Nicht alle oder niemand schafft es, dass man 17 bleiben kann. Oh ja! Du kannst dich dem sein, Liebling, das kannst du nicht. Aber das Leben wird dir noch geben, was es mit 17 dir verspricht. Du kannst dich dem sein. Aber das Leben wird dir noch geben, was es mit 17 dir verspricht. Einmal da wirst du 70 sein. Hören Sie das? Ja. Sehen Sie das? Ja. Das ist es. Ted, zeigst du uns nochmal jetzt, ich glaube, du hast dir doch das Geschirrtuch aufgehoben für den Moment, dass der wohl der Finger nach unten zeigt, nein, oder? Nein. Da hätte nämlich was anderes, weil wenn du gesagt hättest, hast noch was anderes, dann hätte ich was anderes auch noch präsentieren. Hast noch was anderes? Aber so ja. Hören wir jetzt nichts mehr. Ja, habe ich. Schon. Habe ich. Zeig mal. Oh ja, das ist die große. Das habe ich ihm gesagt, dass er sich das um den Kopf binden soll, wie der Arafat. Habe ich ihm angehassen. Ja, kannst du mal. Habe ich ihm gesagt, soll er machen. Und soll er herumspringen? Ja! Und der macht's wirklich! Puppe aus der Bachtanzluppe war er ganz marokko. Ups, der ist ja gut. Eine süße Marokko spricht. So like so like Ich glaube, wir sollen uns einfach schlicht und ergreifend entscheiden. Jetzt aber. Ja, wir entscheiden. Und zwar. Jetzt denke ich mal noch kurz nach. Auf Wiedersehen. Ich weiß nicht, ob damit vielleicht irgendwie auch irgendwelche Gegner gegen mich einen Boykott gemacht haben. Ich weiß es nicht. Es hat sich doch einiges herumgesprochen, dass ich heute hier auftrete.
immer direkt warten und vielleicht hat das jemand, der nicht zu meinen Freunden zählt, ausgerüstet.